dazu ist dann groß. Das sieht ja schon, jemand arbeitet für mich. Ich habe heute für euch Hüftgold pur. Eine Schokotorte, Schokokuchen, aber ist so im Brownie-Style. Also die ist innen dann relativ saftig, ziemlich, wie soll man sagen, kompakt, aber mega cremig und schokoladig. Und eigentlich sind es nur 6 Zutaten. Und ihr seht ja schon, es hat gerade Krach gegeben, ich habe den Blender eingesetzt. Und zwar habe ich Schokolade geschmolzen. Und ihr könnt mal reingucken. Und ihr habt ja beim Blender 8 Programme, aber ihr könnt alles letztendlich händisch auch bedienen. Und wenn ich Schokolade schmelze, ihr seht es vielleicht, das schabe ich jetzt so ein bisschen nach unten. Ihr könnt Custom Heat einschalten, das heißt praktisch erwärmen, und könnt auch die Temperatur so einstellen. Und so mache ich die Milch warm, wenn ich Joghurt mache, und so temperiere ich Schokolade. Und ich habe jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, lauter Schokoreste verarbeitet. Also Schoko-Osterhasen, Schokolade, die wir geschenkt bekommen haben und nicht sogar mögen. Und ihr könnt natürlich, Michael lacht, hier sind... Mit hohem Kakao und hohem Kaffeeanteil. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt die so temperieren und wundert euch nicht. Custom Heat bedeutet, der Blender heizt sich von unten auf, aber püriert auch so laut, wie ihr es gerade gehört habt. Sprich, ihr könnt die Schokoladenstückchen einfach so reingeben und der malt sie nebenher sogar noch und schwingt praktisch immer wieder die geschmolzene Schokolade nach oben. Deshalb dieser Krach. Ihr könnt, wie gesagt, die Temperatur einstellen, aber auch die Zeit. Und zu der geschmolzenen Schokolade, Hüftgold pur, ich sag's ja, Butter pur, sind echt 200 Gramm. Aufgeschnitten, dass nach mehr aussieht, haha. Dass es schneller geht, Donnerwetter. Und ihr könnt natürlich auch für Kids Vollmilchschokolade nehmen. Weiße habe ich jetzt noch nie probiert, ging vielleicht auch. Und jetzt schalte ich auch ein bisschen höher. Das heißt, ich habe bei der Schokolade so 50 Grad eingeschalten gehabt. Ihr seht es hier. Also sprich, es gibt Custom Blend. Das heißt, nur malen, pulverisieren. Und ich kann mit dem Drehknopf auch Custom Heat eingeben. Und hier die Temperatur. Ich gehe jetzt einfach auf 60, 65 hoch. Und dann schlägt er mir eine Zeit vor und ich kann hin und her drehen. Ich mache jetzt einfach 2,5 Minuten und bleibe dabei. Und wie gesagt, er heizt und bewegt sich aber laufend dadurch. Der Vorteil ist, ihr habt dann so einfach eine lauwarme Butter und eine lauwarme Schokolade wegen dem Schokoguss, wenn die zu heiß wird, gerade in der Weihnachtsbäckerei. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr dann oben so weiße Flecken kriegt oder auch so grau wird. Das ist, wenn die Kakaobutter zu heiß wird. Und hier im Kuchen ist der Hintergrund. Ich habe hier nämlich schon Eier aufgeschlagen und dieses Mal mit braunem Zucker. Drum ist das auch so nicht so strahlend gelb, sage ich mal. Ich finde bei Schokogeschichten braunen Zucker einfach lecker. Und wenn ich jetzt da eine knallheiße Schokolade reingebe, dann fällt die ganze Luft letztendlich aus dem Eischaum raus. Und ich habe hier noch Nüsse, Haselnüsse, und gebe da schon mal ein Päckchen Backpulver rein. Und das Ganze backen wir in der runden Ofenhexe. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe hier noch Mandeln, drum sind es zwei Farben. Aber ihr könnt auch Walnüsse nehmen. Auch da habe ich meinen Küchenschrank ehrlich gesagt aufgeräumt. Die ganzen Nussanbrüche. Aber ihr könnt auch im Blender die Nüsse selbst mahlen. Ich habe jetzt nur lauter Reste von mir dann genommen, die ich schon gemahlen hatte. Und wie gesagt, die runden Ofenhexe, die könnt ihr euch vorstellen, wie eine 28er Springform, ist auch Stoneware-Material, die ist außen glasiert. So, die ganzen Knubbels von dem Backpulver sind draußen. Ist außen weiß glasiert und ich habe sie innen ein bisschen gefettet und ein bisschen Mehl reingegeben. Ihr könnt letztendlich auch darin Kuchen backen, wo es Stürzen überlebt, sprich ein Biskuit oder auch ein gedeckter Apfelkuchen oder so, das geht.
Mit Käsekuchen werde ich vorsichtig, weil ja einfach die Masse in sich sehr, sehr fluffig ist, dass es zerbricht. Und ich lasse eigentlich ganz arg auf den Kuchen einfach in der Ofenhexe drin und serviere sie so. Und mit der Tortenschaufel kommt ihr eigentlich auch ganz gut runter, weil die einfach diese Abkante hat. Und jetzt ist, glaube ich, schon geschmolzen. Braucht man gar nicht so lange warten. Ihr könnt hier immer auf Pause drücken. Und der sinkt auch immer für euch, der Blender. Und ich hole ihn jetzt runter. Das ist halt das Wichtige, ihn gerade runterzuholen. Das heißt, hinten anzuheben und dann hier vorne hochzulupfen. Zu heben. Entschuldigung. Anzuheben. Danke. Wegen den, wie heißen die Dinger? Steckverbinder für die Elektrik. Dass die sich einfach nicht verbiegen. Ich halte es mal hoch, da kannst du mich ja herunterfüllen. Die da sind da drin. Und die sollten sich halt nicht verbiegen. Das ist letztendlich Strom und Hitze. Ja, also da ist eine Heizspirale hier unten drin und das hier ist die, der Antrieb für das Messer. Und der Antrieb für das Messer ist hier praktisch gummigelagertes Gegenstück. Schaut. Aber der meckert auch, wenn er nicht richtig eingesetzt ist. Und dann merkt man das gleich, dass es nicht passt. So schlimm ist das nicht. Es gibt auch einen speziellen Spatel für den Blender, so einen ganz schmalen, den habe ich nicht. Ich mache es meistens mit einem Mix und Scraper. Und letztendlich könnt ihr jetzt da nachher Milch reingeben, wieder erhitzen und pürieren und habt dann Kakao. Das, die bisschen Butter, was da noch drin ist, das macht dann im Kakao auch nichts aus und die Kinder sind glücklich. Oder der Mann. Okay. Und seht mal unten, es ist wirklich nichts anbrennt. Das ist wieder Kakao, wo kalt worden ist, aber es ist wirklich hier so, schaut, es brennt nichts an. Wenn ihr von der Temperatur niedrig fährt, ganz wichtig. Und jetzt kommen die Nüsse rein. Und dann wird eigentlich nur unterkoben. Und dann wandelt sich das helle Schokolade. Und das ist ein ganz dankbarer Kuchen, wo wirklich 3-4 Tage hält. Kann man das auch ein bisschen nicht so ordentlich, sodass das marmormäßig nachher daherkommt? Dann hast du Einnester und Schokonester, das ist nicht lecker. Okay. Was man reinbacken könnte, wären jetzt Pralinen. Also wirklich zu sagen, ich habe noch ein paar Trüffel übrig. Oder so Schokotrüffel oder sowas. Das denke ich, das kommt ganz gut. Aber wie gesagt, der Kuchen ist nicht der fluffige Klassik-Rührkuchen, sondern halt dieser cremig Brownie-Style. Brownies sind ja auch sehr saftig, sehr schokoladig. Und durch den hohen Fettanteil jetzt und die viele Schokolade, also das ist 200 Gramm Schoki, 200 Gramm Butter, 200 Gramm Nüsse. Also ich sage ja wirklich Vollgas, ein Stück und es ist auf den Hüften. Aber es ist dann einfach auch ziemlich kompakt, aber das seht ihr ja nachher in unserem Abschlussbild. So, rüber in die Hexe. Und dann backe ich den bei 190 Grad Ober-Unterhitze eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und wenn er gebacken ist, ausgekühlt ist, dann hole ich euch dazu. Verstreichen braucht er gar nicht so arg. Der fließt ja. Und schon ist ein Kuchen fertig mit 6 Zutaten. Alles klar, bis später. 3 Stunden später und dann sieht es so aus. Ich habe jetzt den Kuchen einfach auskühlen lassen und mit ein bisschen Schokoguss bestrichen und mit so Schoko
Deko-Teilen und Trüffeln verziert. Das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr möchtet. Mit der Schokoglasur hat es einfach den Grund, das isoliert ein bisschen und der Kuchen bleibt einfach länger frisch. Ich habe ihn für die Louis immer ganz arg oft als Geburtstagskuchen gemacht, mit Smarties drauf, mit Zuckerperlen, nur Schoko drauf oder so Zebramuster, schwarz-weiß, so wie ihr möchtet. Und ich schneide ihn jetzt kurz an, dass ihr einfach auch seht, wie er von innen aussieht. Und guckt, dass ich um die Deko drumherum schneide. Was nicht gelingt. Und den Mann freut. Das geht jetzt wohl schlecht, Nein, oder? das ärgert den Mann. Wenn man so eine Aussage macht und es dann gleich vermurkst. Ich kann es nicht machen. Was soll ich jetzt machen? Ein Viertel? Neu. Was denn? Zwei Chips, nicht drei. Und ihr könnt in das Downwear schneiden, gar kein Problem. Auf dem Rand hätte ich die Schokoglasur ein bisschen runtergelaufen, genau. Und das erste Stück ist immer das Schwierige und der Rest geht eigentlich immer ganz gut raus. Weiß das der Kuchen auch? Natürlich. Bist echt so fies. Tada. Und so sieht er aus. Wie Also sieht euer du Anschnitt aus? Ja. stellst hin. Jetzt da ist er wirklich nur frisch. Da ist nicht alles. Aber es ist wirklich, wie gesagt, das erste Stückle. Und wir verteilen ihn, glaube ich, wieder. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao zusammen.